mal oben in der Süd am Spazieren. Kaido ist da drüben. Hier ist die alte Hut. Da war ich übelst high. Das weiß ich noch. Baby, herzlich willkommen in Buxtehude. Oben in der Süd. So, wir sind jetzt oben in der Süd. Hier bin ich groß geworden. Hier habe ich meinen Jugend. Ach so. Ja, ja. So, wir sind jetzt oben in der Süd. Hier im Brennpunkt, ja? Hier ist wirklich oben in der Süd. Keine Ahnung, wer das ist. Hier steht ein Kran. So, wir sind hier heute wieder beim besten Dönermann der Welt. Buxtehuder King Image. Was soll das bedeuten? Das war damals, war ich auf meinem Film, Digga. Ja. Damals war ich auf meinem Film und... Welcher Film war das? Das war der Ich bin unbesiegbar Film. Piss dich, du Anton! Jetzt gehen schon die Rollen hoch hier, das sage ich dir. Jetzt geht schon die Tür auf. Da hinten haben wir immer früher gekifft, gesoffen und andere Sachen gemacht. Ja, ja. Früher für das gesamte Gebäude hier den Schlüssel. Ja, war. Ja, ja. Warum? Da hat man Lehrer verloren. Oben in der Süd. Hier steht immer Mehmet mit dem Döner. Ich Motor ist hinten, Freunde. Leute, Motor ist hinten. Wir können von mir aus auch noch mal oben in die Süd fahren. Wenn du Sollen wir in die Süd fahren? Oben in der Süd. Gemachte Limbis, Currywurst, Pommes und yalla, lecker. Hier wurde ich beim Clown erwischt in dem Laden. Ja, damals die scharfe Schokolade-Geschichte. Was hast du denn damit gemacht? Ja. Schnuppi? Vor 20 Jahren, als er 4 war. Ja. Auf einmal Kakamus. Alter, wer schreit denn da so rum? Komm her, du! Was ist denn? Telefonkarte oder mit Münze noch? Kleingeld, hat immer geschmerzt. Wegen oben in der Süd oder unten in der Nord. Und bei Sparmann-Fabel. Piss dich, du Anson! Ja, ja. Wir sagen, dass das hier einer den Stromkasten gesprüht hat. Hier bin ich groß geworden, hier habe ich meinen Jugend. Ach so! Ding oben in der Süd oder unten in der Nord. Oben in der Süd. Oben in der Süd. Er wurde vor 2 Jahren, vor 1,5 Jahren, in Polen, ein erwachsener Pole, mit seinem Kind war da in Forschung und verwerteter Typ hat ihn einfach abgestochen. Keine Ahnung, wer das ist. Junge, das sind 70.000, die gerade gesehen haben, wie du dir die Eichel massierst. Jeder kennt den Traum, Jungs. Mal nachts in der Schule rumlaufen. Ja, ja. Hier steht immer Mehmet mit dem Döner. Oben in der Süd. Kaido ist da drüben. Buxtehuder King Image. Was geht bei euch? Alles gut bei euch, ja? Da wäre ich gerne nochmal 15. Ja, aber dass du nicht anhältst. Nee, scheiß drauf. Ach, meinst du, die waren minderjährig? Ja, na klar, Mann. Ich fahr Fahrer, Digga. Ach so. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass man jetzt hier reingeht. Wir fahren durchs Ghetto. Oben in der Süd. Motor ist hinten. Hier ist die alte Hut. Aha. Hier ist wirklich oben in der Süd. Früher für das gesamte Gebäude hier den Schlüssel. Ja, ja. Warum? Da hat man Lehrer verloren. Aha. Dreiecke und Kreise malen müssen. Diese dumme Sau. Die Mayonnaise, Digga, da kann ich mich reinlegen. Da aus dem Fenster hat meine Mutter Bonks rausgeschmissen, wenn sie die gefunden hat. Du weißt mir einmal ab von der Bus. Und das habe ich doch gewusst, nur wegen der Fahrräder. Ich dachte, du weißt alles. Hier steht ein Kran. Hier steht ein Kran. Ding oben in der Süd. Hier im Brennpunkt, ja? Oder unten in der Nord. Kaido ist da drüben. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Kaido ist da drüben. Jetzt gehen schon die Rollen hoch hier, das sage ich dir.
Wir fahren durchs Ghetto. Weimarstraße 20B. Und dann fahr ich. Und dann fahr ich. Und dann fahr ich. Ja, ja. Das ist die Omener Südschule. Hier ist die alte Hut. Ey, wir sind einmal bei mir auf der Schule. Ich habe Freitagabend das Fenster offen gelassen. Und dann sind wir nachts in der Schule rein, weil das so, ey, jeder kennt den Traum, mal nachts allein in der Schule sein. Oder mal nachts allein im Supermarkt. Und dann sind wir in den Turnern und haben Basketball gespielt. Das war, ey, weißt du, wie geil das war? Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass man jetzt hier reingeht. Mal oben in der Süd am Spazieren. Hier, über Brennpunkt, ja? Ich würde gerne mal Kinderzimmer schnuppern, wie es so war. Piss dich, du Hansohn! Hier war früher auch alles anders. Ich war auch total besoffen. Ne? Er würde jetzt gerne auch mit mir tauschen und hier drin sitzen und ein bisschen einfach genießen. Einzelchat. Naja. Ding oben in der Süd oder unten in der Nord? Einzelchat. Wir fahren jetzt hoch in die Süd. Man muss ja eigentlich ein bisschen da reingehen und den Kakao trinken. Der ist legendär, Digga. Wir machen den Limes, Currywurst, Pommes und yalla, lecker. Da schmeckt's auch, wenn du 300 verzockst, der Kakao holt's wieder raus. Was hast du denn damit gemacht? So, wir sind jetzt oben in der Süd. Wir sagen, dass hier einer den Stromkasten letztens gesprüht hat. Nochmal oben in der Süd am Spazieren. Oben in der Süd oder unten in der Nord? Schnuppi? Schnuppi? Piss dich, du Anton! Nochmal oben in der Süd am Spazieren. Alle friedlich, Digga, keiner geiert rum. Ist eine gemütliche Runde hier, wirklich eine sehr, sehr gemütliche Runde. Alle wollen Döner, Digga. Mehmet macht das Geschäft seines Lebens, so gefühlt. Kein Stress oder so, alle stehen brav an. Gute Schlange, Digga. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. Einfach für Mehmet, Digga. Einfach für Mehmet, Digga. Ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. Nicht am Schwanz hinter mir rum, das erlebt erstmal. Oben in der Süd. Piss dich, du Anton! Wir fahren durchs Ghetto vor 20 Jahren, als er 4 war. So, und alles, was auf der Seite ist, kann man eigentlich als Süd schon sagen oder ist Süd. Was hast du denn damit gemacht? Schnuppi? So, wir sind ja heute wieder beim besten Dönermann der Welt. Rein, dies, das, alles an der Äste Wiesen, Digga. Kein Bock auf gar nichts und immer hier längst gegangen. Und ach, das war einfach eine schöne Zeit, Digga, hier oben. Das ist einfach die ganze Zeit, vermisse ich auch, ne? Hier wurde ich beim Clown erwischt in dem Laden. Er anfällt, dass der Geist von Nikla da drin ist. Kaido ist da drüben. Die Mayonnaise, Digga, da kann ich mich reinlegen. Oben in der Süd. Oben in der Süd. Oben in der Süd oder unten in der Nord? Wo bei Sparmakfarbe? Hier über Brennpunkt, ja? Keine Ahnung, wer das ist. So, und alles, was auf der Seite ist, kann man eigentlich als Süd schon sagen oder ist Süd. Er würde jetzt gerne auch mit mir tauschen und hier drin sitzen und ein bisschen einfach genießen. Einzelchat. Piss dich, du Anton! Wir fahren jetzt hoch in die Süd. Schlägereien, dies, das, alles an der Äste Wiesen, Digga. Und das habe ich doch gewusst, nur wegen der Fahrräder. Ich dachte, du weißt alles, hier steht ein Kran. Hier steht ein Kran. Auf einmal Kacker muss. Alter, wer schreit denn da so rum? Komm her, du! Was ist denn? Das war gut. Hier ist wirklich oben in der Süd. Was ist die Story hinter der Geschichte? Da war ich übelst high. Das weiß ich noch. Das ist die oben in der Südschule. Keine Ahnung, wer das ist. Da hinten haben wir immer früher gekifft, gesoffen und andere Sachen gemacht. Buxtehuder, King Image. Hier ist die alte Hut. Oben in der Süd. Die dumme Sau. Das sag ich nicht. Da war ich jung und immer gekifft. Da war ich übelst high. Das weiß ich noch. Aha. Hier bin ich groß geworden. Hier habe ich meine Jugend. Ach so. Du weißt das auch, wenn man wieder da ist, wo die Kindheit war und sowas und da langläuft. Ja, ja. Da aus dem Fenster hat meine Mutter Bonks rausgeschmissen, wenn sie die gefunden hat.
Angst hatte, dass der Geist von Hitler da drin ist. Ich habe schön das Wasser verschüttet. Das sage ich nicht. Da war ich jung und immer begriffen. Das war gut. Das ist die Story hinter der Geschichte. Die Brücke hier trennt Nord von Süd im Grunde. Aber wenn du noch nie vorher irgendwie selber an dir gemacht hast und spritzt es ab, weißt nicht, was es war. Also jetzt sind wir in der Süd. Also das ist 100% Süd hier, Digga. Deswegen kommt immer dieser Spruch oben in der Süd. Deswegen war immer hier oben Süd und unten Nord. Weiß mir einmal ab von der Hose. Soll man in die Süd fahren? Ding oben in der Süd oder unten in der Nord? Guckst du, der King Image. Was soll das bedeuten? Damals war ich auf meinem Film, Digga. Welcher Film war das? Das war der Ich bin unbesiegbar Film. Deswegen kommt immer dieser Spruch oben in der Süd. Das ist die Story hinter der Geschichte. Hier bin ich groß geworden, hier habe ich meinen Jugend. Ach so. Dreiecke und Kreise malen müssen? Diese dumme Sau. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, mein Kinderzimmer schnuppern, wie es so war. Das nervt mittlerweile schon ein bisschen, weil ich... Ich kann den ja. Ich war auch total besoffen, ne? Ja. Ich hab Bock auf gar nichts und immer hier längs gegangen. Und ach, das war einfach eine schöne Zeit, ja, hier oben. Das ist einfach die Zeit, vermisse ich auch, ne? Jetzt gehen schon die Rollläden hoch hier, das sage ich. Mal oben in der Süd am Spazieren. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga.